Und damit. Was war das denn? Einleitung. Ja, und damit habe ich deine. Deine. Meine nicht vorhandene Anmoderation. Bei mir erstens zerlegt. In der Aufnahme abgehackt, weil ich zu spät draufgedrückt habe und zweitens bei dir dazwischen gelabert, glaube ich, oder? Das ist korrekt. So, ist gesucht und du hast auch drauf geschossen. Ja, ist tot. Ich gerade 1A gegen den Felsklotz. Das war jetzt sehr gut. Jedenfalls, Community ja. Goal. Elite Dangerous, Community Goal muss reichen an Informationen. Ja. Mehr gibt's hier nicht zu sagen. Wen hast du da jetzt markiert? Das weiß ich auch nicht so genau. Weil, ach da. Ich habe gerade gar nichts markiert. Ach, eine Igel? Doch, hast du, klar. Hä? Nein, ich habe nichts markiert. Da ist eine gesuchte Igel gewesen, die lila ist. Lila heißt einfach, dass du sie geschossen hast. Aber bei mir ist nichts Lilanes oder Rotes auf dem Radar. Und ich habe auch nichts... Ich hab sie jetzt gerade markiert und beschieße sie gerade. Hä? Aber sie hängt bei 3%. Das ist kein gutes Zeichen, ich flieg besser weg. Ich glaube, die existiert gar nicht mehr. Gut, dass sie mir noch angezeigt wird. Ja. Was hatte ich jetzt hier markiert? Ah, eine Pyrrhealen Igel. Bist du noch in dem WTF? Da bist du. In dem WTF? Ja, in dem WTF, genau. Ja, ja, ich bin immer im WTF. Ja, okay. Schießt du da irgendwie? Ja. Igel? Ja. Wieso sind die jetzt zwei Igels? Heißt die Roger Watcher Adlard? Nein, ich beschieße Silvia Lassanum. Hä? Aber ich. Ach, ist jetzt gerade noch eine zweite, das die ist mich schon beschießt. Was ist wieder los heute? Irgendwas stimmt hier gerade nicht mehr. Ach, guck mal. Die Igel gibt's nämlich jetzt. Das waren nämlich die, die ich vorhin gesehen habe. Hä? Also ja, die ist jetzt weg. Tot. Ja, ich habe jetzt drauf geschossen. Ja, jetzt ist sie tot. Und was ist jetzt mit der anderen wie passiert? Ich vorhin? Ich habe keine Ahnung. Ach, die ist jetzt hier. Nicht gesehen. Ich habe jetzt kein Kopfgeld dafür bekommen übrigens. Ja, ich auch nicht. Obwohl sie gesucht war. Ich habe kein Kopfgeld. Ach Gott. Also ich habe auch selbst kein Kopfgeld draufgedrückt gekriegt. Worauf schießt du denn da? Auf eine Igel. Die wird sogar von den Systembehörden beschossen. Ich sehe nur, dass du irgendwo ins Nichts schießt. Okay, ich würde mal behaupten, du hast irgendwelche Probleme gerade. Jetzt ist sie tot und ich habe 9000 Credits Kopfgeld dafür bekommen. Irgendwas stimmt hier nicht. Ausnahmsweise bin mal nicht ich derjenige mit den Problemen. Ich freue mich gerade. Bleib mal kurz stehen. Also flieg mal nicht weg. Das ist schwierig. Ich fasse so voll gerade eine Viper, die beschossen wird und ich denk mal, ich schieß mit drauf. Du denkst mal, dass du drauf schießt? Ich denk mal, ich schieß mit drauf. Geschwader wird. Okay, Geschwader ist weg. Du, bei mir steht immer noch Geschwader wird. Ah, jetzt. Ja, na gut, das hat ein bisschen Delay gehabt wahrscheinlich. So, Geschwader-Einladung. Moment, habe ich gerade bekommen, ich muss nur kurz drauf schießen. Also auf die Viper, nicht auf die Geschwader-Einladung. Ach nicht? So, Viper ist tot. Und ja, okay. Das habe ich nämlich auch gesehen. Schön. Ja, Geschwader-Einladung angenommen. 31.880 Credits. Cremig. Hä? Was? Was ist zum Henker? Ich habe mich nur ein bisschen gedreht. Zwei blaue Markierungen auf der Karte, das ist alles. Sonst nichts? Doch, aber es gibt zwei blaue. Ja gut, das eine wird irgendeine Sorgwolke sein, oder nicht? Ich weiß zwar nicht, warum die jetzt noch da sein sollte, aber... Weiß ich auch nicht. Solange ich dir folge und nicht deiner... Sorgwolke. Deinem bösen Zwilling oder so. Der dich auf einmal beschießt. Drehst du dich gerade lustig im Kreis? Nein. Oh. Markier mal bitte den Shit da, den du beschießt. Ich habe gerade nichts mehr beschossen. Ich bin nur auf was zugeflogen, aber jetzt ist es... Okay, das andere war dein Geschwadersignal. Interessant. Ja, sag ich doch. Ah, ist das schön. Ist da bei dir in der Nähe noch irgendwas? Bei mir nämlich gerade nicht. Sieht gerade nicht so aus. Moment, da ist was bei den Systembehörden. Das sieht gut aus. Hä?
Warum ist das Geschwader-Signal jetzt auf einmal da? Wie, warum? Ja. Und ich habe mich jetzt oft gedreht. Ich habe mich wahrscheinlich zu oft gedreht. Ist auch egal. Nein, ich will mit drauf schießen. Lass mir was übrig, Sicherheitsbehörden. Hab ich getroffen? Wo schießt du denn drauf? Das gibt's doch gar nicht. Ich glaube, ich habe nicht getroffen. Ich war zu weit weg. Ja. Ja, ich habe nicht getroffen. Ich war zu weit weg. Markier mal da den nächsten Shit und dann... Ich markiere mal irgendwas, was ich hier überhaupt... Ich sehe gerade nichts mehr Feindliches. Dann sollten wir vielleicht mal wieder zurück zum Punkt fliegen. Ja. 15 Kilometer Entfernung. Bei mir sind es 10. Also jetzt noch 9. Immerhin gibt es hier drin nur einen. Nur einen was? Ein Ressourcenabbaustandort. Ach so. Navigationspunkt. Was wird mir hier eigentlich noch angezeigt? Nachrichten. Deutsch ist eine schöne Sprache. Ambika Life Inc. Reputation Change. Ja. Guten Tag, Kommandant. Was? Weil du, Ah ja, stimmt. Bounties abgegeben hast. Ja. Das hatte ich vorhin auch. Okay. Hier ist irgendwie so. Immer noch nicht sonderlich viel. Ich bin jetzt bei 7 Kilometer Entfernung. Ja, ich bin jetzt bei 700 Metern Entfernung. Moment, da hinten fliegt was rum. Eine Igel. Gary Webster. Gesucht. Nicht mehr lange. Ha, ich sehe dein Geschwadersignal. Nur wo bist du? Ach, ich sehe auch die Igel, die du da angreifst. Nein, du siehst die Stein. Igel? Das glaube ich dir nicht. Ich bin mit da schon sehr paranoid, was das Beschießen von Schiffen angeht hier. So, lächerlich. So. So, kaputt. Jupp. Ich glaube, ich sollte mal den Ressourcenabbaustandort wechseln vielleicht, weil irgendwie ist hier nicht mehr viel los. Ein paar Eagles, ein paar Sidewinders, aber das war's auch schon. Warte mal, was haben wir hier? Ah ne, jetzt verbündet. Systembehörden. Ne, Esp von mir aus noch. Ne, die ist nicht mal gesucht. Noch eine Igel. Also die großen Schiffe sind hier nicht mehr. Dann wurden die alle ausradiert, offenbar. Ich würde mal sagen, wir fliegen weiter. Zum nächsten Rohstoffabbaustandort in 8,55 Megametern Entfernung. Ach so. Erstmal Aufhängung einfahren und dann... Aus der Massesperre. Ach, ich bin ja schon aus der Massesperre raus. Ja. Notstopp zu nah. Aha, oh ja, ich auch. Wunderbar. Das ist super. Und trotzdem habe ich keine Zielmarkierung. So, jetzt nochmal. Ich fliege jetzt senkrecht davon weg, das muss ja wohl hier reichen. Das ist das letzte Mal, dass ich in diesem System jemanden beschütze. Ah, sehr schön. Hilfe, wo muss ich denn hin? Ist es ein Notstopp oder hängt es? Okay. Na. Irgendwo hinter mir. Dann senkrecht weg. Ach ja, jetzt komm nah, du Sack da. Mensch. Da. Hab's gefunden. Kriegst einen Keks. Ha? Ah, ein Keks. Ja, ein Keks. Oder hast du was anderes gesagt? Ja, ich habe Keks gesagt. Ich habe nur irgendwas mit Pappe verstanden. Was, mit Pappe? Hier. Ja. Ich habe doch gar nichts gesagt. Mit einem P-Laut. Eigentlich nicht. Ich habe im ersten Moment gesagt, was? Und dann, ach, ein Keks. Da war kein P mit drin. Da weiß ich nicht, wie es da kam. Ach ja. Sehr schön. Aber ach, wenn du willst, kann ich noch ein paar P-Laute von mir geben. Warte mal, ohne Popschutz. Fick dich. Ja, alles klar. So, nein. Ah, shit, ey. So,
Mal Nervlink ausmachen. So. Einmal kurz das Mikro angespuckt. Ja, sehr gut. Kannst du danach schön schrumm gehen. Oh, Moment, was ist das? Na? Da wird aber ordentlich geschossen. Gefährlich. Oh, eine Python. Oh, nicht mehr. Schade. Oh. Oder bin ich nur zu weit weg? Ah ja, ich war nur zu weit weg. Die hat noch 100%. Ja, so schnell kriegt man die nicht klein. Oh, im Dreiergeschwader. Aber es sind noch Systemsicherheitsbehörden mit dabei. Ich wollte sagen, die sind nämlich auch im Dreiergeschwader. Oh ja, die Python hat jetzt keine Schilde mehr. Hm. Solange es nicht noch zwei andere Python sind, die da im Geschwader mitfliegen. Moment, da kann man da ja noch eine Cobra. Ah. Und? Man weiß natürlich nee, die Cobra ist nicht im Geschwader. Ach, was weiß ich. Ja, keine Ahnung. Erstmal auf die Python drauf, ne? Ja. Schieß mal drauf. Wir mal gucken, ob ich die Markierung sehe. Ja, ich hab drauf geschossen. Ja, okay, gut. Weil ich mir nämlich nach der letzten Zone nicht so ganz sicher, ob das noch richtig funktioniert. Bäh. Oh, guten Tag. Das war dann wohl dein Antrieb. Wirklich? Munkelt man. Boah, das geht aber. Was ist denn? Ja, von der RAM-Quote her auch. Ach so. Erstmal hier die volle Breitseite. Wollte sie mich rammen. Ist dicht an mir vorbeigeflogen. War dann aber wohl eher keine gute Idee. Also die Mehrfachgeschütze machen schon ordentlich Schaden. Ja, aber irgendwie habe ich den Eindruck, so wie die zielen, können die gar nicht treffen, weil die, keine Ahnung. Huch. Okay, 87.000. Ja. Hey, eine Cobra, eine gesuchte. Zuerst scannen, dann schießen. Nur so ja, als Hinweis. Weißt du, was der Witz ist? Meistens ist es so, oder also wenn du das schon drauf geschossen hast und ich die markiere, dann ist sie sofort gescannt. Aber halt nicht immer. Das ist das Problem, offenbar. Es macht keinen Sinn, aber es sieht so aus, als wäre es der Fall. Ja. Na, komm schon. Ich finde es aber echt lustig, dass wir wirklich so fast genau das gleiche Flugprofil haben, wenn es darum geht, irgendwelche Schiffe zu beschießen. Ja. Weil wir immer gegeneinander knallen. 15,5 ungefähr. So, wo fliegen die Sicherheitsbehörden? Die fliegen da in der Nähe von einem anderen Schiff. Was ist das? Eine Igel. Tödlich. Gesucht? Fragezeichen? Ja, gesucht. Tom Mayo. Gibt's wohl auch Tom Ketchup? Nee, nur Tom Senf. Ja, Tom Senf ist... Du hast mich übrigens gerammt. Huch! Ja, du hast mich auch gerammt. Was, Impulsangriff? Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Was tut es? Ich habe keine Ahnung. Schießen wir mal trotzdem die Igel kaputt? Die Insel? Ja. Es sprengt sich selbst in die Luft und greift uns mit den Trümmerteilen an. Impulsiv! Oh. Tom Mayo. Ah, gut. Eine Adder und ein Diamondback Explorer. Sind die gesucht? Sind die gesucht und im Zweiergeschwader. Oh, was fliegt denn hier noch herum? Ah ne, das ist ein verbündeter Anaconda im Vierergeschwader. Okay. Die greifen wir besser nicht an. Ja, es sind ja auch verbündet. Vor allem, das sind zwei, also in dem Vierergeschwader sind offenbar zwei Anacondas. Oh. So, da brennt die Luft dann aber an. Ich glaube, die Sicherheitsbehörden haben aufgerüstet. Ich glaube auch. Oh Gott, warum schießen die jetzt? Ich habe echt drauf geachtet. Ob die von den Sicherheitsbehörden waren oder ob die einfach so Verbündete waren. Also die sind bei mir ja, alle. Ja, tatsächlich sind sie. Ja. Ja, was wird hier beschossen? Eine gesuchte Adder, ich schieße einfach mit. Oh, so viel Gedöns. Das den habe ich nicht erwartet. Hat sie gesagt. Ja, sie ist tot. Ich habe sie nicht gesehen. Ach so. Also, ich habe die Markierung nicht gesehen. Also, ich habe einfach keine Lila-Markierung gesehen, obwohl du drauf geschossen hast. Kopfgeld hast du bekommen jetzt? Nein.
Oh. Ich konnte ja nicht drauf schießen, wenn ich sie nicht sehe. Wie soll ich sie dann beschießen? Weil die jetzt nur 15.000 gebracht hat. Deswegen habe ich gedacht, das wurde geteilt. Nee, ich habe nichts gekriegt. Nee, das war so wenig. Das war echt so wenig. Okay. Da wäre noch eine Asp Explorer im Dreierwing. Ich habe hier noch eine Sidewinder. Allein. Zwei. Okay, es sind drei Explorers im Dreierwing. Sag mal, was schießt die? Irgendwas, was vor meiner Scheibe explodiert. Ja, ja. Ja. Die schießt irgendwelche komischen Explosionsgedönses. Ja, es ist so helle Blitze. Ja, so in der Art. Ja, das hatte ich auch öfters. Das ist besagter Weihnachtsbaum, den ich meinte. Nein, das war kein Weihnachtsbaum. Okay, dann ist kein Weihnachtsbaum. Das ist schade. Ich habe hier noch die Esp. Ja, die ist, also die Dreier Esp ist in einem Dreiergeschwader. Mit drei Esps. Ja. Es espet vor sich hin, ja. Ich schieß einfach mal mit drauf, die ist ja eh schon fast tot. Schieß mal drauf. Ah, oh, ich bin noch zu weit entfernt. Jetzt bin ich nicht mehr zu weit entfernt. Hat man wenigstens genug Zeit gehabt, um den Shit zu scannen. Oh, hier. Rasur. Und weg. Ja, stabile 30.000. Ja. Hast du die anderen schon markiert? Nein. Ich glaube, da ist nur noch ein Schiff übrig. Nein, das sind noch zwei. Naja, egal. Ich habe aber jetzt eins gefunden. Und schieße auch schon drauf. Ja, okay. Ah, schön. Einmal dran vorbei und dann so Rams. Ah, guten Tag, Uwe. Die wird so stark beschossen, da bricht die Framerate ein. Ist echt so. Das ist bitter. Ja, und jetzt ist hier irgendwie nichts mehr, außer grünen Schiffen. Also grünen Markierungen. Tatsächlich. Sogar kaum Trümmerteile. Alles sehr sauber entfernt. Oh ja, gut, wir sind auch wieder 17 Kilometer vom Rohstoffabbaustandort entfernt. Da wird geschossen, wie ich sehe. Ja, mal gucken, ob da noch geschossen wird, wenn wir da ankommen. Ich vermute mal nicht. Außer die gesamten Systemsicherheitsbehörden in diesem Bereich sind gerade hinter uns. Das waren ja auch schon verdammt viele. Ja, komm, wenn du im Viererwing zwei Anacondas hast, ist schon eher selten. Ich sag doch, die haben aufgerüstet. Ich sehe Schilde blau aufleuchten, aber ich bin noch zu weit weg. Ja. Und jetzt sind sie hinter einem Asteroiden verschwunden. Oder haben aufgehört zu schießen. Imperial Clipper gesucht. Kaputt. Schade. Okay, dann halt nicht. Oh, Viper MK4 gesucht. Was ist da? Ist in der Nähe? Nicht gesucht. Ja. Ich hab's schon markiert und... Ah, ja, markiert habe ich es jetzt auch. Wie weit bist du entfernt? Noch 3 Kilometer. Ich habe schon wieder irgendwas Neues entdeckt. Untypische Schildscans. Ha? Was bringt einem das, so Zeug zu entdecken? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Naja, wir können dann mal drauf schießen. Auf Sklaus. Sklaus, ja. Sklaus, der Staplerfahrer, ja. Sklaus. Sklaus. Bester Mann. Oh Gott. Ja, die Wendigkeit von der FDL ist echt nicht so der Hauptverkaufsaspekt von dem Ding. Das muss man halt so sagen. Ja, die großen Schiffe sind halt einfach nicht mehr wendig. Ja, das stimmt. Ach, komm. Und? Na, komm schon. Ja, komm, 3%. So der Moment, wenn dann irgendwer aufhört drauf zu schießen, weil sie so denkt, ach, das Ding ist eh bald fertig. Und dann dauern die letzten paar Prozent ewig, weil die anderen Leute gar nicht so viel Schaden machen. Na so, gut, jetzt ist es auch so weg. Ich bin einfach nicht mehr dran gekommen. Wegen Wendigkeit und so. Sehr gut. Nur 14.000 Credits? Billig. Das ist richtig. Sind das Trümmerteile oder sind das Schiffe? Das kommt drauf an, ob du die Trümmerteile oder die Schiffe meinst. Es waren nur Trümmerteile. Okay. Ich habe hier eine Kobra gesuchte. Okay. Die Karte ist hier aber auch echt verdammt voll. Valerie Nikolski mit I und Y jeweils hinten am Schluss.
Okay, das sieht sehr falsch aus. Aber okay. Ich hab da mal drauf geschossen. Ja, ich schieße auch. Ich würde sagen. Sie wird ganz gut rasiert, auf jeden Fall. Und ich werde sowas von dir gerammt, gut. Das habe ich wieder nicht mitgekriegt. Also ich denke mal, dass du es warst. Ach so. Also die NPCs ja meistens da zurückhalten, was das Rammen angeht. Ach was. Zumindest die nicht gegnerischen. 30.000, ja. Viper MK 3? 3. Gesucht. Oh, was hast du Nettes an Bord, fragt er. Ja, das ist eine gute Frage. Oder hätte ich fast die Anaconda beschossen, die daneben war? Und so eine riesige Hitbox hat? Das wäre doof gewesen. Ja, das ist richtig. Komm jetzt. Nee. Ach Gott. Ich werde doch wohl dieses dämliche Teil noch treffen irgendwann. Das habe ich mir auch gerade so gedacht. So, jetzt haben wir es aber. Ich nicht. Erstmal hier die fette Breitseite eröffnen. Ah. Ah, jetzt sind die Doppel draußen. Schade. Jetzt habe ich sie endlich richtig im Blickfeld. Geil. Jawollo. Und nicht mehr. Nein. Oh, ja. Da habe ich sie auch kurz gesehen und da war sie weg. Und die Doppel wieder draußen. Ah, oh, das kann doch nicht sein. Doch, siehst du doch. Ja, auf die ganz kurze Entfernung sind die Mehrfachgeschütze natürlich richtig cool. Also ich finde die auch auf mittlere Entfernungen nicht schlecht. Na, gefährlich. Was macht die Anaconda da? Huch, ist er schon tot? Ich wollte sagen, wer hat das Ding jetzt kaputt gemacht? Vielleicht die Anaconda? Na, vielleicht. Ich würde sagen, wir machen mal kurz einen Flug zur Basis. Ach so. Stimmt, die Folge ist auch schon wieder von der Zeit her. Ja, deswegen. Gut, dann machen wir halt kurz einen Flug. Jetzt noch in der Folge, oder? Ja gut, jetzt noch in der Folge. Das dauert nicht so lange, glaube ich. Oder? Nö. Ach was, ich aktiviere einfach den Uplink. Oh ja, das ist vom Wegfliegen her sehr gut. Das ging bei dem anderen Feld besser. Okay. Oder, ich muss mal ein bisschen zoomen. Ah, okay, jetzt haben wir Vektor getroffen. Sehr schön. Wo ist denn? Achso. Ich werde schon rausgezogen. Alles klar. So. Jetzt gucken wir mal. Bernoulli Prospects. Toll. Und wieder reingezogen. Warum? Weiß ich nicht. Weil Elite manchmal einfach unglaublich verbuggt ist. Du auch? Nö. Na, schön. Aber der Nuffling hat bei mir vorhin ja auch schon so gut funktioniert. Hab mich hier mal rausgezogen, ohne mich rauszuziehen. Hab einfach nur den FSD beendet. Fertig. Ja, so sah das gerade auch aus. Ja. Ja, das hat er bei mir vorhin dreimal gemacht, bis ich dann Nuffling deaktiviert habe, weil es mir zu blöd wurde. Hm. Naja, ich flieg dir jetzt mal hinterher. Ja, man sieht hier, so die Anfangsbeschleunigung ist eher schlecht. Das meinte ich aber minimal. Kannst nebenbei noch ein bisschen Tee kochen und Kaffee machen und ein 5-Gänge-Menü kochen. Und dann kommst du wieder und dann bist du immer noch nicht vorbeigeflogen. Schön. So, jetzt müsste ich theoretisch einfach nur noch geradeaus fliegen und dann komme ich hoffentlich irgendwann an. Hoffentlich und irgendwann. Ja, absolut. Okay, mal gucken, wie viel habe ich eingesammelt. Du hast ja wesentlich mehr als ich. Knapp 400.000 habe ich jetzt noch dazu gekriegt. Achso, ja gut, da habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Ich habe jetzt 678.000 noch dazu. Ja, habe ich mir gedacht. Ja. Ich bin mal gespannt, wie viel wir hinterher für das Community Goal kriegen an Belohnung. Ja, das könnten schon so um die 6 Millionen werden oder so. Schätze ich mal. Gesundheit? Wieso? Kam wieder nur die Hälfte an? Undefinierbar angehört an, was die Geräusche anging, die von dir kamen. Ach so.
Ich sende öfter mal undefinierbare Geräusche aus. Ja. Der Uwabsche Kampfschrei. Oder so. Oder Schrei der Verzweiflung, ich weiß es nicht genau. Beides. Wahrscheinlich eine Mischung, ja. Bist du bald raus? Ich flieg nämlich vorbei. Was machst du denn gerade? Vorbeifliegen. Du wirst mich jetzt wahrscheinlich sehen. Also, ich flieg nur langsam dran vorbei. Ach, schön. Ja, mit 5 Megametern pro Sekunde. Achso, Geschwadersignal. Mach ich mal an. Ja gut, jetzt bin ich hier gleich so raus. Das ist ein bisschen schwierig. Schon Nein. wieder? Ah, okay. Ganz knapp verfehlt. Warum werde ich dann gerade rausgezogen? Ja, weil ich habe es ganz knapp verfehlt. Er ist trotzdem rausgesprungen. Ach so. Ah, 134 Kilometer. Na danke. Also bei mir passiert gerade nicht so viel. Ich bin immer noch in der Animation. So brauchst du sehen. Interessant. Um mich herum leuchtet es blau auf. Dann werde ich jetzt nochmal mit Standgas hier wieder rausspringen und... Hallo? Hallo? Ich drück. Es passiert nichts. Ich drück nochmal. Es passiert immer noch nichts. So. Jetzt bin ich jetzt raus. Ja. Wo bin ich jetzt? Das kann ich dir nicht sagen. Warum leuchtet da was hellblau? Ach, das ist eine Mischung aus blau und grün. Das ist wahrscheinlich mein Geschwadersignal. Ja, ich bin jetzt noch 121 Kilometer weit weg. Ja, richtig, das hatte ich auch gerade. Dann springst du kurz, springst du wieder kurz, brichst das eigentlich direkt wieder ab und dann bist du bei der Station. Ja, ist wahrscheinlich besser so. So. War hier gekonnt zwischen die Stäbe fliegen. Jetzt habe ich übrigens Landeplatz 7. Wo ist jetzt... Ja, jetzt war ich wieder rausgezogen. Oh Gott! Was zum... Was denn? Ich wurde gerade einmal durch die Station durchgezogen. Das hatte ich auch schon. Dass ich quasi in der Station mehr oder weniger gelandet bin. Nein, ich bin einmal komplett durch die Station. Das war jetzt ziemlich merkwürdig. Ich habe auf einmal gesehen, wie ich auf die Station zu, also auf die Wand zu, durch die Wand durch in der Station und wieder durch die Wand durch auf der anderen Seite raus. Kann man mal machen, ne? Und dafür haben die mir gerade kurz Warnungen ausgesprochen. Ja. Ja, muss immer mit dem Kopf durch die Wand. Nicht autorisierter Zugriff festgestellt. Verlassen Sie sofort den Sternhafen. Tödliche Erwiderung steht bevor. Verstoß gegen die Regeln des Sternhafens aufgehoben. Landeerlaubnis wiederhergestellt. Ne, das kam direkt danach. Wo ist denn jetzt die Station? Da. So. Schwarzes Brett. Knapp 8 Millionen Credits habe ich jetzt und... Landeplatz 3. Bei dem anderen sind wir übrigens immer noch Top 75 und jetzt sind wir immer noch Top 50. Okay. Wir haben noch 3 Tage ungefähr verbleibend. Wir würden aktuell 3 Millionen Credits Belohnung kriegen. Landeplatz 3, da hinten. Vielleicht schaffe ich es ja schon unter die Top 25. Glaube ich nicht. Ja, ich auch nicht, aber hoffen kann ich trotzdem. Nein, darfst du nicht. Doch. Nicht, wenn ich das nicht autorisiere. Nicht autorisierte Hoffnung festgestellt. Tödliche Erwiderung steht bevor. Korrekt. So, erstmal Waffen nachladen, tanken. Und dann Kontakte. Meine 678.459 Credits einlösen. 95, nicht 59. Und dann gucke ich mal eben nach. Aha. Top 25. Okay. Wirklich? Ja. Ah, okay. Bin ich ja mal gespannt, ob das so bleibt. Ich bezweifle es aktuell, aber nicht. Nein. Es ist so knapp da dran. Ja. Okay, man kann hier Biomüll für 6 Credits pro Tonne einkaufen. Und der galaktische Durchschnitt liegt bei 63 Credits.
Das heißt, es ist einfach mal das Zehnfache quasi. Ja, aber Ja, tatsächlich. Ne, für 8 Credits kann man es einkaufen. das lohnt sich einfach nicht. Das ist. Du kriegst zwar das Zehnfache raus, aber das ist irgendwie absolut gesehen einfach so wenig. Das. Nö. Nö, nö, nö. Dafür ist der Laderaum zu teuer. Ja. Also gut, dann sind wir aber schon wieder bei 30 Minuten gleich. Nein, wir sind schon bei 30 Ja, und Minuten. haben dezent überzogen und dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Jawohl. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin.